Ja, Easter Egg 2015, Lightning Talks, herzlich willkommen. Wir haben noch nicht so viele Lightning Talks hier in der Liste. Wir haben, glaube ich, 8 und es ist beliebig viel Zeit so ungefähr, Open End. Ich möchte dazu aufrufen, auch noch etwas selber zu sagen. Ich denke, jeder hier hat irgendein Thema, das ihn interessiert und darüber was sagen kann. Es gibt nicht die Voraussetzung, dass man Slides haben muss. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass es nicht das Ziel ist, eine Vorlesung in 5 Minuten zu halten, sondern das Ziel ist eigentlich, ein Thema anzusprechen, wo die Leute sehen können, aha, der ist der Ansprechpartner für dieses Thema, mit dem können wir darüber reden. Und für den Vortragenden selbst bedeutet es, finde deine Community, finde die Leute, mit denen du reden kannst. Genau, das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Wenn ihr bisher so etwas noch nicht gemacht habt, möchte ich euch dazu auffordern, das mal zu machen. Ihr könnt nach vorne kommen, ins Mikrofon reden. Wie gesagt, ihr braucht keine Slides. Ihr könnt über alles reden, fast alles. Ich weiß nicht, wie das mit dem Streaming, wo das alles hingeht. Aber also auch als Beispiel möchte ich nennen, ich habe das später noch da drin, zum Beispiel Mitfahrgelegenheit. Also für mich geht es morgen zurück nach Berlin. Wir wollen den langsamen Weg, den günstigen wählen. Wir werden mit einem Quer-durch-Land-Ticket durch die Gegend fahren. Und wer da gerne mitfahren will, der melde sich bitte bei mir. So, das war schon der erste Lightning-Talk. So ungefähr, ich habe das vorweggenommen. Ich möchte alle Leute bitten, weil ich nicht unbedingt weiß, wer ist, wer einen Talk schon eingetragen hat, bitte kommt mal nach vorne und setzt euch da vorne hin. Das macht es für uns ein bisschen leichter, die ganze Sache abzuhandeln. Noch weiter, du bist einer von denen. Von mir aus noch ein bisschen weiter nach vorne in die erste Reihe. Ja, wunderbar. Genau, da drüben weiß ich auch schon einen, wer es ist. Da kommen noch ein paar Leute rein. Bitte setzt euch am besten auf diese Seite hin. Hier ist noch was frei. Hier kann man am besten sehen. Und wir wollen anfangen mit dem ersten Talk. Das ist dann von dem Sebastian. Das bist du, ne? Das bist du, genau. Okay, wir haben das schon mal so weit vorbereitet, dass das da ist. Genau, ich werde gleich so ein bisschen auf die Zeit achten. Das ist der Falsche. Das war ja. Ah ja. Gut, dann gebe ich das mal weiter an dich. Ja, hält das oder fällt das raus? Wenn du fertig bist, okay. Also wenn du ready bist, dann gibst du mir ein Zeichen und dann starte ich mal die Zeit so ein bisschen. Okay, also ich... Ich wäre dann soweit, sag mir einfach Bescheid und... Okay, hi. Ich bin Sebastian von Adblock Plus. Ich habe diesen Talk dieses Jahr schon auf der FOSDEM gegeben und ja, würde den heute hier gerne nochmal geben. Worüber ich reden werde, ist, wie Adblocker prinzipiell funktionieren, wie Adblock Plus speziell funktioniert und ja, vorab, wer von euch benutzt einen Adblocker? Okay, wer weiß nicht, was ein Adblocker ist? Genau wie auf der FOSDEM, einer trollt und zeigt auf. Und wer denkt, dass Adblocking böse ist? Oh, noch weniger wie auf der FOSDEM. Okay, fangen wir an mit den generellen Ansätzen des Adblocking, die es schon seit einigen Jahrzehnten genau genommen gibt. Vor 2004 rum haben die ersten Browser angefangen, halt Pop-Up-Blocking in die Browser zu integrieren. Dies war, bedeutete letztendlich, dass halt Pop-Ups, die nicht auf User-Interaktion hin ausgelöst wurden, halt vom Browser selbst schon blockiert wurden. Dann gibt es noch wesentlich länger Ansätze, dass man halt einfach Domains ausschließt, im einfachsten Fall über einen Custom-ETC-Host-File, wo man dann halt gewisse Domains auf Localhost oder auf eine irgendeine nicht existierende IP umleitet. Diese Ansätze haben alle ihre Einschränkungen. Ein weiterer, etwas erweiterter Ansatz wäre halt ein Proxy-Server, der halt dann auch zentral im Netzwerk agieren kann und dort halt Requests abfangen, ist allerdings halt ebenfalls eingeschränkt, da man dort halt nur Requests abfangen kann und keine Inhalte in einer Webseite, wie zum Beispiel Text-Ads, ausblenden kann. Außerdem ist es nicht möglich, mit einem Proxy-Server halt verschlüsselten Traffic zu manipulieren. Somit ist halt eine Browser-Extension halt der
der mächtigste Ansatz, um halt Werbung zu blocken, da man halt Code direkt im Browser laufen lassen kann, alle Inhalte manipulieren kann, auch verschlüsselte Verbindungen kein Problem darstellen. Man kann Code in die Seite injizieren, um Werbung halt auszublocken, auszublenden, wie halt Text-Ads und so weiter. Und so sieht das dann zum Beispiel aus. Auf der einen Seite sehen wir so Onion mit Werbung, das links, und rechts halt mit Adblock Plus. Und ja, was genau ist denn eine Browser-Extension? Adblock Plus ist ja nur eine von vielen, die im konkreten Fall Werbung filtert. Eine Browser-Extension ist erstmal ein Stück Code, der halt im Webbrowser läuft, in der Regel JavaScript-Code, mit Ausnahme von den Internet Explorer, wo Extensions in C++ geschrieben werden, aber die meisten anderen Browser haben halt eine separate API, die halt genutzt werden kann, um halt Code in dem Browser laufen zu lassen, der etwas mehr kann, wie eine normale Webseite kann, und die Funktionalität des Browsers, um die Funktionalität des Browsers zu erweitern, im Fall von einem Adblocker, Requests zu blocken und auf Seiteninhalte zuzugreifen, um halt dort weitere Elemente auszublenden. Und natürlich sind die Browser-Extensions nicht darauf eingeschränkt, sondern können auch noch viel mehr. Wie gesagt, es geht ja hier um Adblocker, und wie Adblock Plus oder halt auch die allen anderen populären Adblocker heutzutage funktionieren, die benutzen sogenannte Filterlisten. Also es gibt keine Logik, keine Algorithmen, die in dem Adblocker implementiert sind, die zwischen Werbung und Nichtwerbung unterscheiden, sondern es werden halt Filterlisten verwendet, die separat runtergeladen werden, separat konfiguriert werden können, vom User halt auch überschrieben werden können. Und diese Filterlisten werden halt unabhängig runtergeladen und definieren halt, was genau geblockt werden soll. Und es gibt halt dort ein Filterlistenformat, das ursprünglich von Adblock Plus stammt, mittlerweile auch in anderen Adblockern adaptiert wurde, da die auf die gleichen Filterlisten basieren, die gleichen Filterlisten verwenden. Und die gängigen Filterlisten sind halt EasyList. EasyList blockt halt Ads im englischsprachigen Web. Dann gibt es halt Ergänzungslisten wie EasyList Germany, Italy, China und so weiter, die halt weitere Regeln hinzuführt, um Webseiten in den entsprechenden Regionen zusätzlich zu blocken. Dann gibt es noch Filterlisten, die jetzt nicht strikt auf Werbung beschränkt sind, wie zum Beispiel Easy Privacy, die neben der Werbung zusätzlich dann noch zusätzlich noch Tracking Requests rausfiltert. Und es gibt halt verschiedene Filterarten. Fangen wir mal an mit der ältesten, das ist Request Blocking. Mit Request-Blocking-Filtern wird halt verhindert, dass ein gewisser Request geladen wird. Das sorgt nicht nur dafür, dass man keine Werbung sieht, sondern spart außerdem auch noch Bandbreite. Ein relativ einfacher Request-Blocking-Filter sähe zum Beispiel so aus. Einfach /add_banner/. Und dieser Filter matcht alle URLs, wo dieser Textteil drin vorkommt, wie zum Beispiel die URL, die wir dort sehen. Etwas erweitertes Beispiel wäre dieser. Dort wird dann noch die zusätzliche Option Image und Domain gleich example.com verwendet. Dieser Filter blockt alle Image-Requests, die Domain adserver.com haben, auf einer Webseite, die auf example.com gehostet wird. Und dann gibt es noch einen besonderen Syntax für Pop-up-Blocking. Damit kann man dann halt Pop-ups blocken. Also dieser Filter würde dann halt alle Pop-ups blockieren, die von example.com ausgeliefert werden. Ja. Und eine weitere Filterart sind Element-Hiding-Filter. Diese Filter... Okay. Soll er weitermachen? Also das ist die vorletzte Slide. Also ich bin fast durch. Okay. Okay, danke. Und es gibt des Weiteren noch Element-Hiding-Filter, die keine Anfragen, keine Requests blockieren, sondern halt CSS in die Webseite injizieren, um halt Elemente auszublenden. Das wird in der Regel benutzt, um Text-Ads und ähnliche Art von Werbung auszublenden. Hier haben wir auch hierfür ein Beispiel, example.com/text-add. Wie viele schon ahnen können, der letzte Teil ist im Grunde nur ein CSS-Selektor. Und was dieser Filter letztendlich macht, auf Webseiten mit der Domain example.com wird halt ein CSS-Regel injiziert, die halt alle Elemente, die Klasse TextAd haben, ausgeblendet werden, also Display None quasi.
Und dann gibt es noch eine weitere Art von Filter. Es ist eigentlich keine separate Art von Filtern. Es gibt, ich rede hier von Exception Rules. Die Exception Rules bieten eine Möglichkeit, gewisse Inhalte wieder whitelisten, die potenziell von anderen Filtern, sowohl Request-Blocking als auch Element-Hiding, blockiert werden. Das wird unter anderem halt auch dafür genutzt, um False Positives zu vermeiden und so weiter und so fort. Und einfaches Beispiel haben wir hier. Das wäre dann zum Beispiel einfach pipe example.com. Das add im Anfang, das initiiert, dass es sich hierbei um eine Exception Rule handelt. Und diese einfache Exception Rule würde prinzipiell alle Requests, die nach example.com whitelisten. Dann haben wir hier ein anderes Beispiel, wo alle Requests gewitelistet werden auf einer Webseite, die auf example.com gehostet wird. Dann haben wir dieses Beispiel, wo Element-Hiding auf der Webseite example.com deaktiviert wird. Und noch ein weiteres, wo Adblocking komplett, also die komplette Funktionalität des Adblockers auf dieser Webseite deaktiviert wird. Und das war's im Grunde. Haben wir noch Zeit für Fragen? Gibt es Fragen? Der Kollege in der vorderen Reihe hat gefragt, ob es stimmt, dass es bei uns Adblock Plus möglich ist, für Geld sich rauszukaufen, also die Werbung gewitelistet zu bekommen. Das ist im gewissen Grad korrekt. Allerdings ist es nicht so einfach, wie du es formuliert hast. Was es halt gibt, es gibt halt Acceptable Ads. Das ist halt eine Liste, auf der halt Werbung gelistet ist, die gewisse Kriterien erfüllt. Nicht animiert ist, nicht über den eigentlichen Inhalt drüber liegt, nicht kein Flash benutzt und so weiter und so fort. Und jeder kann sich, der eine Website hat, bewerben, um auf diese Liste zu kommen. Und größere Firmen zahlen halt dafür, auf diese Liste zu kommen. Diese Liste ist eine zusätzliche Filterliste, die der Benutzer wiederum in den Einstellungen deaktivieren kann. Aus dem Dings wieder rausnehmen. So, kurzer Umbau, wie immer. Nochmal der Hinweis, Leute, wenn ihr was sprechen wollt, bitte tragt euch am liebsten, also am allerbesten und einfachsten zum Handeln ist es, ihr tragt euch auf der Liste mit ein. Und die Webadresse von dem Pad ist events.titanpad.com/44. Ja, ich tue es auch nochmal auf den IRC-Kanal. Also bitte hört mit auf dem IRC-Kanal, den offiziellen. So, dann. Okay. Na klar. 1, 2 Test. Ja, 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 meine Tasche so. Okay. Hervorragend. Hallo, schönen guten Abend. Ich tue mich hier auf als selbstermächtigter Vertreter der Podcaster-Community. Ich gehe davon aus, dass die meisten wissen, was ein Podcast ist. Viele hören vielleicht auch welche. Und meine 5 Minuten hier sind für alle die, die sich in der letzten Zeit oder vielleicht bis vor 1,5, 2 Jahren mal überlegt haben, einen Podcast zu machen und davon Abstand genommen haben. Es ist nämlich sehr viel einfacher geworden, weil die Community eine Menge Dinge zur Verfügung gestellt haben und auch die Hardware-Lieferanten sich ein bisschen darauf eingestellt haben. Es ist einfacher geworden, es ist billiger geworden und wer Lust hat, Podcast mal auszuprobieren, sollte das machen. Und ich wollte einfach mal kurz ein paar Stichworte in den Raum werfen. Alle Slides und auch alle Links gibt es im Easter Hack Wiki, habe ich eben hochgeladen, könnte da also anschließend ansehen. Ein paar Stichworte, was braucht man für einen Podcast? Ja, okay, man braucht ein bisschen Webspace, möglichst ohne Traffic-Limitation. Wobei, seien wir realistisch, die meisten deutschen Podcasts, die so einen gewissen Hörerkreis haben, liegen so im hohen 3-stelligen bis niedrigen 4-stelligen Hörerzahl. Da kriegt ihr, auch wenn eure einzelne Episode vielleicht 100 Megabyte habt, selten Probleme mit dem Traffic-Volumen. Man braucht eine Domain, die ein bisschen griffig ist, wo vielleicht auch das Wort Podcast drin vorkommt. Und wenn man es sich leicht machen will, nimmt man das Standard WordPress Blog und tut dann Plugin rein. Und zwar heißt das Podcaster Plugin. Es gibt eine Seite podlove.org, da kann man das runterladen. Das Ganze gibt es auch auf GitHub, überhaupt kein Problem.
Und damit kann man bereits starten. Dann hat man ein sehr einfaches Instrument, um seine Podcasts zu publizieren, zu annoncieren. Das heißt, dass alle, die abonniert haben, auch wissen, es gibt eine neue Episode. Und Leute können von der Webseite, die man mit Hilfe des WordPress-Blogs hat, auch gleich direkt per Knopfdruck den Podcast anhören. In der rechten Spalte ein bisschen Hardware, die das Leben für einen Podcaster heutzutage einfacher macht. Einmal von der Firma Zoom das Modell H6. Das ist zurzeit der heilige Gral des mobilen Podcastertums. Macht auch sonst die Sache einfacher, wenn man sich nicht mit diverser Software auf seinem jeweiligen Laptop rumschlagen möchte. Kann man sich bei Amazon klicken, die Preise sind im Sinken begriffen. Ich weiß den aktuell nicht ganz. Ich meine, so liegt inzwischen bei etwa 350 Euro. Gibt es auch auf eBay. Ist auch wieder verkaufbar und handelbar, wenn es nichts für euch ist. Viele versuchen mit etwas billigerer Technik anzufangen, lohnt sich meistens nicht. Also mein Tipp an euch, wenn schon, denn schon, versucht euch so ein Ding zu beschaffen. T-Bone HC95 sind solche Dinger hier, mit einem akzeptablen Preis-Leistungs-Verhältnis. Soundqualität, Ton ist unglaublich wichtig, damit Leute eure Podcasts auch wirklich gerne hören. Das ist etwas, was am Anfang unterschätzt wird und bis vor 2 Jahren war das a pain in the ass, softwaremäßig und hardwaremäßig sowas hinzukriegen. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Man braucht Monitorkopfhörer, zumindest einer von denen, die zusammensitzen und podcasten, muss sich online live anhören, ob auch alle gut zu hören sind. Und schließlich gibt es aus Österreich einen hervorragenden Service zur Rettung des Podcastertums, der nennt sich Auphonic. Das ist ein serverbasierter Dienst, wo ihr eure rohe Audiodatei hochladen könnt, ein paar Klicks setzen, wie euch der Sound gefällt und nach wenigen Minuten eine Mail bekommt, dass ihr eine optimierte Sounddatei zum Downloaden und Verbreiten zurückbekommt. Das Ganze ist mit 2 Stunden im Monat kostenlos. Ansonsten kann man sich auch ein paar Stunden Guthaben für irgendwie 10 Euro oder so über PayPal klicken und kommt dann eine ganze Weile mit aus. Das ist eine irrsinnige Erleichterung. Ich habe früher 3 Stunden nachbearbeitet, bis mein Podcast gut klang. Heute habe ich das in 10 Minuten erledigt, dank dieses Services. Für diejenigen von euch, die wie ich und meine Mitstreiter Linux benutzen, es gibt unter Linux gute Skype-Call-Recorder. Man kann ja auch mal remote podcasten. Wenn man damit einfach Skype oder Mumble oder sowas anschmeißt, hat man schon mal ein bisschen Probleme mit der Soundqualität. Diese Call-Recorder haben die schöne Eigenschaft, dass sie eine lokale und die gemeinsame Spur getrennt auswerfen. Das bedeutet, man kann sich in Ruhe auch in mäßiger Qualität über Skype oder irgendeinen ähnlichen Dienst mit seinem Podcast-Partner unterhalten. Wenn der ein vernünftiges Headset auf hat, bekommt er eine perfekte Audiospur geliefert, die man exakt mit der mergen kann, die man selber lokal aufzeichnet. Und dann ist es so, als hätte man in einem Raum zusammengesessen. Plain easy. Besonders audiophile Leute, die sehr lange Podcasts machen, benutzen auch noch einen der diversen Echtzeit-Kernels, damit auch wirklich auch bei längerer Zeit keine Millisekunde Abweichung da ist. Das ist aber heutzutage nicht mehr so ganz wichtig. Die Mac-User, von denen ich nicht viel weiß, benutzen gerne eine Aufnahmesoftware namens Reaper, die eigentlich für Musiker ist. Dafür gibt es auch wieder ein Podcaster-Plugin. Unter dem Stichwort Ultraschall ist auch verlinkt. Zu Windows kann ich recht wenig sagen, soll angeblich auch funktionieren. Content, das ist jetzt das Zweite, was wichtig ist. Versucht möglichst nicht alleine anzufangen. Tut euch zu zweit, zu dritt, zu viert zusammen. Probiert Ideen aus. Ihr braucht nicht einen, der das alles schon kann. Ihr könnt es zusammen rausfinden und das auch sympathisch. Es gibt eine Community unter sendegate.de. Geht da rein, klickt euch einen Account und die Betreiber legen Wert drauf. Es handelt sich nicht um ein Forum. Ich finde schon, irgendwie hat das was von Forum. Guckt es euch an, ist ganz praktisch und man findet alle möglichen Infos. Und dann hört euch an, was es gibt. Einstieg in die Podcasterwelt ist zum Beispiel hörsuppe.de. Und wenn ihr direkt mitmachen wollt und Leute treffen, vom 1. bis 3. Mai ist der halbjährliche, meist in Berlin stattfindende Podcaster-Workshop 2015, Ausgabe A, also A für April, Mai und B ist dann jeweils im Herbst. Hier findet ihr mich, das ist mein Podcast, damals TM, Shameless Self-Plugging. Es gibt natürlich Millionen andere gute Angebote. Vielen Dank. Hallo,
Ja, ich wollte ein bisschen was über Fuzzing erzählen. Mal kurz in die Runde gefragt, wer kennt das Tool Strings und benutzt es ab und zu? Glaubt ihr, dass es sicher ist? Wer glaubt, dass es sicher ist? Wer benutzt Less? Glaubt ihr, dass es sicher ist? Auch nicht, okay. Also ihr seid schon überzeugt. Oder File? Auch nochmal melden. Nicht so viel. Das Linux GNU File. Ja. Also weshalb ich es frage, ist, weil in all diesen Tools sind in jüngerer Zeit diverse Bugs mithilfe von Fuzzing gefunden worden, die möglicherweise auch Sicherheitslücken sein können. Und was heißt Fuzzing? Fuzzing heißt einfach, ich nehme irgendeinen Input für ein Programm, der valide ist, und dann baue ich irgendwelche Fehler ein. Also beispielsweise bei Strings ist zum Beispiel so, die Leute denken, Strings gibt einfach Strings aus einer Datei aus. Es macht aber noch mehr. Es tut zum Beispiel den Header von einer Executable parsen. Und dann kann ich also dem Strings eine Executable geben und dann gebe ich ihm ganz viele Executables mit kleinen Fehlern drin und gucke dann, ob es irgendwann crasht. Und wenn es crasht, gucke ich, was passiert. Wahrscheinlich irgendeine Memory Corruption Sache, was irgendwie eine Sicherheitslücke sein kann. Also wenn ein Programm crasht bei irgendeinem Input, dann ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie eine Sicherheitslücke ist. Und also der Status, zumindest wo ich damit angefangen habe, war eigentlich so, man konnte irgendein Tool nehmen und einen Fuzzer drauf loslassen und es ist in aller Regel relativ schnell gecrasht. Also es gibt Ausnahmen, manche Sachen sind relativ robust, aber so der Durchschnitt ist eher, dass man da Massen an Bugs findet. Ja, es gibt ein paar ganz interessante Tools, die auch eher neu sind, die das Ganze noch deutlich einfacher machen. Also einmal gibt es ein Tool namens Address Sanitizer, das führt zusätzliche Checks ein in die Programme, weil es gibt zum Beispiel gewisse Bugs, die bringen das Programm halt nicht zum Crashen. Zum Beispiel, wenn man über einen Buffer drüber liest, also ganz typisches Beispiel Heartbleed, dann crasht das Programm in der Regel nicht, sondern es liest halt einfach, was da irgendwie im Speicher steht. Dieser Address Sanitizer baut halt zusätzliche Checks ein und man findet da leichter Bugs. Dann gibt es ein relativ neues Fuzzing-Tool, das nennt sich American Fuzzy Lob. Und was das macht, ist, es geht relativ intelligent vor. Also es wird nicht einfach nur beliebige Fehler bauen, sondern es testet verschiedene fehlerhafte Inputs durch. Und wenn es einen Input findet, der einen besonders langen Codepfad verursacht, dann testet es mit diesem Input weiter. Und damit sind in letzter Zeit in vielen Core-Tools Bugs gefunden worden. Unter anderem habe ich selber in GnuPG einige Sachen gefunden, wo man ja vielleicht denkt, GnuPG sollte vielleicht sicher sein. Hoffen wir irgendwie. Ja, libjpg, dann einer der Shellshock-Bugs wurde auch mit diesem Tool gefunden. Und ja. Ich hatte dann so ein kleines Projekt gestartet, das Fuzzing-Projekt, was irgendwie so ein bisschen versucht, diese ganze Sache zu koordinieren. Also zum einen wollte ich irgendwie auch ein bisschen Dokumentation zur Verfügung stellen, um einfach zu vermitteln, dass es tatsächlich eine relativ simple Sache ist, die auch wirklich jeder, der so ein bisschen mit jetzt, also man muss dafür nicht programmieren können, aber man muss halt wissen, wie man ein Programm compiled oder so. Aber jeder, der so mit Linux sich ein bisschen besser auskennt, kann da eigentlich quasi mitmachen. Ja, und halt so ein paar Hilfestellungen. Außerdem habe ich da eine Liste von Programmen, wo ich sage, also da weiß ich davon, das ist schon mal länger gefasst worden und da ist nichts gefunden worden. Oder hier, ja, hier sind noch Sachen offen, die noch gefixt werden müssen. Und ja, genau. Wenn ihr selber Software entwickelt, solltet ihr auf jeden Fall euch Fuzzing mal anschauen, so als Teil eures Testprozesses. Weil es einfach eine einfache Sache, die man zusätzlich machen kann, um zusätzliche Bugs zu finden. Und ja, wenn ihr euch für Security in der freien Software interessiert, dann macht irgendwie mit und fasst irgendwelche Sachen, von denen ihr denkt, sie sollten sicherer werden. Und ja, das war's. Krass. Ah, okay. Ich hatte zwei Vorträge angekündigt. Deswegen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass noch einer dazwischen ist. Ja, ich habe das
Genau. AXFR. AXFR? Wer weiß, was AXFR ist? Okay, so vielleicht ein Viertel oder so. Es ist ein Feature von DNS, wo man einem DNS-Server sagen kann, ich will jetzt mal die ganze Zone haben. Also gedacht, das ist eigentlich für mehrere, ich habe ein Primary und ein Secondary und übertrage irgendwie die Daten vom Primary zum Secondary. Es ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man es für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Aber einige machen das trotzdem. Zum Beispiel Verizon, da habe ich so einen Rekord gefunden, da steht Request by mstubs approved by kreep. Ich habe keine Ahnung, was der bedeutet, ja, aber man findet den halt. Und man findet auch irgendwie mehrere hundert Subdomains. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das ist der Befehl, um den Zonentransfer zu geben. Es ist so roundabout etwa 1% der Name-Server-Antworten auf diese AXFR-Requests. Ich habe einige angeschrieben und es war durch die Bank so, dass es nicht so gedacht war, sondern versehen war. Also es kann natürlich theoretisch auch sein, dass irgendjemand sagt, okay, meine Zone ist öffentlich, darf jeder wissen, aber in aller Regel ist es einfach ein Konfigurationsfehler. Was vielleicht auch interessant ist, der Bayerische Rundfunk hat einen IRC-Kanal. Vielleicht wollt ihr euch da mal einloggen. Also es gibt auf dem IRC-Server nur einen Channel, aber also man kann sich auf den IRC-Server einloggen, aber in den Channel kommt man leider nicht rein. Der heißt intern, ich weiß nicht. Aber ihr könnt ja mal versuchen. Ihr könnt ja mal versuchen, ob ihr dort einen neuen Channel anlegen könnt oder so. Einen FTP-Server habe ich auch gefunden. Das ist auch der Befehl, um beim Bayerischen Rundfunk die Zone zu kriegen. Ja, soweit. Es war alles nicht meine Idee, sondern es gibt eine Webseite, die heißt internetwache.org und die haben darüber geschrieben und ich habe es halt nachvollzogen und ja, genau. Ja, es ist also durchaus erlaubt, mehr als einen Vortrag zu halten und der muss auch nicht die vollen 5 Minuten ausfüllen. Also ich weise nochmal darauf hin, wer eine Mitfahrgelegenheit sucht oder noch eine Übernachtung oder wer geht denn nachher mit mir noch Mitternachtspizza essen, das dürft ihr gerne hier alles machen. Und wie gesagt, das macht uns etwas einfacher, wenn ihr das in das Textpad eintragt. Nochmal die Adresse events.titanpad.com/44. Ja, die Internetverbindung ist da manchmal ein bisschen weg, aber es scheinen doch ein paar Leute mitzuschauen. Auch über IRC könnt ihr uns ansprechen. Wenn ihr noch Slides habt, bitte schicken an eh15@gukes.net. Dann füge ich das damit ein. Und da stehen schon die nächsten. Genau. Ja, wir hatten noch ein Fragemikrofon bei. Genau. Dann kommt mal her. Okay. Merci. Wer von euch? Du magst Benny? Magst du das Ding hier haben? Genau. Genau. Also interessante Projekte, Websites, Services, Hacks, alles. Meldet euch. Broadcastet. Okay, dann. So, hi, ich bin Dave und das ist Benny. Jo, hi. Ans Kinn halten, okay, alles klar, schauen wir mal, ob das besser funktioniert. Gut, hi, wir spielen öfter mal mit so Sachen wie GPG-Ausweiskontrollen und CAZ rum und wollten euch heute mal erzählen, wie man Ausweise richtig kontrolliert, weil ich sehe das immer wieder ganz gerne, dass Leute versuchen, das richtig zu machen und das halt trotzdem irgendwie nicht so gut klappt. Haben wir uns überlegt, wir reden da mal kurz drüber und wer dann nachher noch Details wissen will, kann uns dann gerne aufsuchen und wir erklären euch, wie man das richtig macht. Die Agenda, warum, wie und was. Warum ist relativ easy. Für GPG und für CAZ ist es relevant, dass ihr ein sogenanntes Web of Trust bildet. Weiß jeder, was ein Web of Trust ist. Hebt mal kurz die Hand, Web of Trust, schon mal gehört. Okay, brauche ich glaube ich nicht mehr groß erklären. Der zweite Punkt ist fast noch ein bisschen wichtiger. Bei CAZ geht es darum, dass man Leuten ermöglicht, kostenlose SSL-Zertifikate zu kriegen zum Beispiel. Und die möchten natürlich nicht, dass da Leute Blödsinn mitmachen.
Ich werde deswegen als Assurer, also als jemand, der anderen Leuten das ermöglichen darf, darauf verpflichtet zu kontrollieren, wem ich dieses Recht gebe. Und das kann ganz schön teuer werden und deswegen ist es relevant, dass wir den Ausweis kontrollieren. So, wie man das macht, das erzählt euch jetzt Benny. Jo. Das Wichtigste im Prinzip, wenn man Ausweise prüft, ist erstmal sich Zeit zu nehmen, weil in der Hektik übersieht man viele Sachen, die dort einem schnell mal unterlaufen und vor allem, man möchte auch die ganzen Flüchtigkeitsfehler vermeiden, weil wer denkt, dass das hier ein normaler Personalausweis ist? So jetzt auf den ersten Blick. Ja, ich weiß, es ist biometrisch gelächelt. Das ist ein Ausweis gewesen, der ist in 3 Stunden mal so nebenbei entstanden, weil wir einfach mal testen wollten, wie gut UV-Farbe gedruckt werden kann. Funktioniert sehr schön und ist aber kein richtiger Ausweis. Der ist auch absichtlich so gehalten, dass man ihn dort relativ gut auseinanderhalten kann. Den Ausweis werden auch sicherlich sehr viele von euch kennen. Normaler Hackerspace-Passport. Ansonsten, wenn man im Universum etwas rumkommt, braucht man auch den intergalaktischen Reisepass. Kann ich nur empfehlen. Sieht dann so aus. Also, es ist erstmal zu gucken, was ist es für ein Ausweis und vor allem, von wem wurde dieser Ausweis ausgestellt. Alle 3 genannten Ausweise wurden so typischerweise von den Personen ausgestellt, die euch da die Identität glaubhaft machen wollen. Typischerweise sollte man dann eher gucken, ob man eine vertrauenswürdige Stelle wie Staaten hat, die dort regelmäßig Ausweise ausstellen und da auch entsprechende Prüfungen mit hinterlegen. Also vertrauenswürdig im Sinne von, man kann davon ausgehen, dass die dir Ärger machen, wenn du Blödsinn machst, nicht vertrauenswürdig im Sinne von, die werden das schon richtig machen. In der Regel steht auf dem Ausweis dann auch mindestens 7 Sachen drauf. Das ist zum einen für welchen Staat, zweitens von welcher Behörde. Dann hat man auf dem Ausweis auch den Namen von demjenigen draufstehen und ein Geburtsdatum und eine Unterschrift. Die Unterschrift sollte auch plausibel sein und nicht irgendwie Brush Script. Ja, sieht schön aus, ist aber keine Unterschrift in dem Sinne. Und dann hat man zusätzlich auch meistens noch ein Lichtbild, weil das Lichtbild braucht man, um abzugleichen, dass derjenige das wirklich ist. Und dann als letztes kommen eigentlich noch die ganzen Sicherheitsmerkmale, die mir das etwas erschweren, dass ich den Ausweis nicht so ohne weiteres nachmachen kann. Bei den Ausweisdokumenten gibt es in der Regel relativ ähnliche Sicherheitsmerkmale, egal welchen Ausweis man dort hat. Das sind meistens Wasserzeichen, Hologramme, dann irgendwelche Prägungen, Lasergravuren und man kann, wenn man so ein paar Sachen sich dort von den Ausweisen angeschaut hat, kann man relativ gut auch neue Ausweise mit angucken. Wenn man sich dennoch nicht sicher ist, gibt es im Internet aber auch entsprechende Datenbanken, zum Beispiel von der EU, die Prado-Datenbank, Link kommt dann gleich noch, wo man einfach auch mal reinschauen kann, was muss eigentlich in dieser auf diesem Ausweisdokument an Sicherheitsmerkmalen vorhanden sein und vor allem wo. So. Und ansonsten, wenn man schon den Ausweis mitprüft, kann man auch die Chance mit nutzen, weil man braucht da eher mindestens so eine Minute, wenn man es richtig machen möchte, dass man denjenigen kurz in ein Gespräch verwickelt, um dort die Plausibilität der Angaben zu prüfen. Also wird der Name zum Beispiel wirklich mit I oder mit Y geschrieben? Ist eine Sache, die bei mir gerne falsch gemacht wird, wenn die Leute versuchen, mich zu überprüfen. Viele schreiben mich falsch, ich weiß nicht warum. Und was man dann auch mit nutzen sollte, ist auf jeden Fall ordentliches Lichtverhältnisse dort mit sorgen, weil es ist relativ schlecht zu überprüfen, ob ein Ausweis richtig ist, wenn man so gerade im Dunkeln rumsitzt und eh keinen Kontrast drauf hat. Also man möchte den Ausweis sich genau angucken können, auch mal durch den Ausweis durchschauen können. Das macht sich relativ gut mit einer Taschenlampe. Oder wenn man dann auch etwas weitergehen möchte und die UV-Merkmale prüfen will, sollte man eine entsprechende UV-Lampe nehmen oder einen Geldscheinprüfer, die funktionieren da relativ gut. Und eine andere Sache, die auch relativ gut funktioniert, wenn es ins Detail gehen soll, gerade so die Unterschriftenlinie auf dem Führerschein. Wer denkt, dass es eine Linie ist?
Ja, das ist Mikrotext. Also unterschreiben Sie auf der Linie stimmt nicht. Das ist wirklich ganz feine Mikroschrift. Das kann man mit einer Lupe recht gut prüfen. Kommt aber auch auf die Ausweisvariante an. Die Älteren haben es nämlich noch nicht. Okay. Auf dieser toll geschorteten URL oder auf der langen unten drunter könnt ihr eine Datenbank finden von aktuellen Ausweisdokumenten aus der Europäischen Union. Da sind auch deutsche Aufenthaltstitel dabei, da sind Reisepässe drin, da sind Personalausweise drin, mit den sämtlichen Sicherheitsmerkmalen, die diese Dokumente haben sollen. Da, auch zum Runterladen, ja, bringt dir halt nichts, weil drucken kannst du es nicht. Da macht der Drucker in der Regel nicht mit. Ansonsten, falls es noch Fragen gibt, sind wir hier normalerweise noch eine ganze Weile irgendwie erreichbar. Wir werden vermutlich nachher irgendwo da drüben sitzen und Schafkopf spielen, also wer Lust hat, spielt mit. Ansonsten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und den Pro-Tipp ganz zum Ende, wenn Specimen auf dem Ausweis steht, das ist ein Probeexemplar. Moment. Du musst noch das Gerät dabei. Das brauchen wir leider noch. Ach, schade. Ich dachte, ich kann es behalten. Ja. Jetzt, nachdem ich einen Vortrag gehalten habe. Nicht, ja, ja, jeder nur ein Kreuz, aber dasselbe Kreuz. So, kurze Vorankündigung. Wir haben dann noch einen Talk und dann schmeiße ich noch was hinterher, um das ein bisschen zu füllen. Und danach gibt es eine Pause für Input und Output. Also Mate wegbringen, Mate holen. Und dann machen wir weiter. Und ich möchte daran erinnern, alles ist erlaubt, alles fragen, welches Programm benutzt ihr am meisten? Was gibt es als neues Feature? Diesen Service kennt noch keiner, das wollt ihr doch immer mal gebroadcastet haben. Euer Hackerspace hat noch ein cooles Projekt und braucht noch Leute, bla bla bla, alles ist okay. Ja, also bitte meldet euch noch. Ich schicke es nochmal voraus, was ich eben gesagt habe. Morgen mit dem Zug fahre ich zurück um 6 Uhr. Wer nach Berlin noch mitfahren will, bitte bei mir melden. Ja. Das Pad, das wir benutzen, falls ihr gerade zuseht, ist bei titanpad.com, also mit Pseudo-Hostnamen events.titanpad.com/44. Falls ihr noch einen Vorschlag habt dazu, bitte tragt es dort ein. Und ich habe gerade gesehen, eine Eve fragte noch, wer benutzt R? Ist die Eve da? Ich bin Eve, du bist Eve, alle sind Eve auf einmal. Dann komm einfach her. Wir benutzen mal die Zeit. Komm einfach her, komm. Nein, 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 du musst das mit dem Mikrofon machen. Da hören ein paar Leute noch zu. Einfach aufsetzen. Ich wollte einfach nur kurz fragen, wer es beruflich nutzt. Dann kann man nachher miteinander reden. Was benutzt? GNU-R. Und warum benutzt du das so schön? Und warum sagst du das? Also um Abfragen in Datenbanken zu machen, das für Leute, die R nicht benutzen können, grafisch darzustellen in R. Also dass man es klicken kann. Ne? Nee, das, man kann das dann durch den Browser, das Ergebnis durch den Browser lesen, lesend machen, dass man sich quasi eine Abfrage oder eine Berechnung zusammenklickt. Genau, über Shiny-Server, genau. Genau, dann habe ich jetzt... Irgendjemand? Mal einfach mal melden. Wer benutzt R? Ja, da sind ja schon ein paar. Mhm, okay. Wo wirst du sein? Danach im Café oder so? Sag noch was. Hier oder im Café, genau. Oder ich komme auf euch zu, jetzt habe ich hier die Gesichter abgespeichert. Ne? Okay. Gut, danke sehr. Ja. Falls Sie. Dann, genau, das über die Uhren. Das in die großen Taschen stecken, einfach reinstecken. Ja. So. Also kurz mal wieder was nicht so Technisches. Das ist ein Floating Tank. Den kennt nicht jeder. Ich finde das aber eine unglaublich coole Erfindung. Und zwar ist das gefüllt mit hochkonzentriertem Salzwasser. In meinem Tank ist da Bittersalz drin und das ist aufgewärmt auf 36,5 Grad Temperatur ungefähr. Das ist die Körperaußentemperatur.
Wenn man, das ist ja ein Deckel, den sieht man leider jetzt nicht. Man legt sich da rein, macht den Deckel zu und man hört nichts, man riecht nichts oder ja, das typische, sieht nichts, hat keine Druckstellen in irgendeiner Form und man schwebt quasi auf dem Wasser in dem Tank, isoliert von der Außenwelt. Und ich schlafe da öfters mal drin oder ein paar Stunden drin liegen. Das ist so eineinhalb Stunden in einem Tank ist ungefähr wie vier Stunden schlafen. Man kann da relativ gut drin schlafen. Ich bin eigentlich Seitenschläfer, aber man hat keine Druckstellen, also dreht man sich auch nicht. Und interessanterweise kann ich da auch auf dem Rücken sehr gut schlafen. Wenn man sehr lange in so einem Tank liegt, so ab 9 Stunden ungefähr, bekommt man Halluzinationen. Also je nachdem so, das muss man ein bisschen trainieren. Man will da auch öfters, das Interessante ist auch, wenn man, manchmal bekommt man richtig so, den Drang wieder Empfindungen und Wahrnehmungen zu bekommen und man wirklich so, das ist so, oh, jetzt muss ich da raus, jetzt brauche ich wieder Welt, so, weil das einfach so, naja, minimalistisch ist in diesem Tank. Was gibt es denn noch so zu erzählen? Das kann man auch, das gibt es so öffentliche Floating Center, die sind halt relativ teuer, da kostet die Stunde meistens so um die 40 Euro und ich habe halt gedacht, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, so oh, interessant, wenn man richtig lange Halluzinationen ausgerechnet, was kostet mich das überhaupt einfach einmal einen Versuch zu machen und da habe ich mir gedacht so, und also zu dem Kommentar, man kann auch LSD kaufen, LSD im Tank zu probieren ist natürlich auch möglich. Ein Freund eines Freundes hat mal gesagt, es ist anstrengend. hinten sieht man diese beiden diese Rohre, das ist für eine Wasserpumpe. Die steht auch, genau, das ist die. Das ist quasi, also so eine Tankfüllung kostet um die 140 Euro allein an Salz. Daher will man natürlich nicht so häufig das Wasser wechseln. Das ist halt so ein Membranfilter mit einer Swimmingpool-Pumpe. Das pumpt man hin und wieder halt durch, dann ist das wieder sauber. Der Salzgehalt ist auch so hoch, da kann eigentlich nichts überleben. Es gibt, glaube ich, irgendwelche Pilze, die das theoretisch könnten, aber zum Glück habe ich mir die noch nie eingefangen. Folglich, und wenn man halt davor duscht und danach will man eh duschen, dann ist das eigentlich auch relativ sauber. Ich wollte mir erst einen bauen, aber ich hatte halt eine Dauersuche auf eBay und plötzlich poppte da dieser Tank auf und der war günstiger als die Bauteile und dann habe ich mich da mit jemandem um diesen Tank gestritten. Das war eine lustige Geschichte, der hatte den dann eigentlich zuerst gekriegt, hat versucht den bei sich aufzubauen, hat gemerkt, der passt in keinen meiner Zimmer, außer ins Wohnzimmer, das wollte er dann nicht so wirklich machen. Und dann hat er ihn wieder verkauft, ein sehr sympathischer Mensch, der wollte dann auch nach Indien und sehr spirituell. Aber Floating Tank kann ich nur empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren, ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Oder man baut sich ein, ich glaube es gibt auch so Baupläne. Ja, genau, Fragen? Was war denn dein Kostenpunkt, entweder bei selber zusammenbauen, beziehungsweise wie günstig hast du ihn gekriegt? Na, ich würde sagen, du kommst ungefähr so vielleicht mit 1500 Euro Materialkosten, je nachdem, was du halt für Pumpe benutzt. Pumpe ist Hauptbereich quasi. Unter diesem Tank ist quasi eine Heizfolie, das ist so eine, die da drunter liegt und das ist so ein relativ, der Tank ist uralt. Das ist einer der ersten Tanks, die überhaupt gebaut wurden. Alle neueren sehen besser aus. Aber wenn du den neuen kaufst, bist du halt bei 10.000.
Und das ist halt mindestens 10 bis 20, die sind abartig teuer für so ein blödes Plastikgehäuse mit ein bisschen warmem Wasser drin. Und ich würde es mir halt irgendwie aus Verbundwerkstoff bauen, Glasfaser, Epoxidharz und ja. Moment. Oder ja? Habe ich das gerade richtig verstanden? Du schläfst in der Kiste mit Deckel? Bist du ein Vampir? Ich schlafe auch im normalen Bett, auch sehr gerne im normalen Bett. Ich schlafe da manchmal drin. Ich wechsle das so ein bisschen ab. Aber es ist interessant, da drin zu schlafen. Genau, interessant ist auch, du schläfst ein bisschen anders. Du, wenn du so in den Traumzustand gehst, du wechselst so zwischen luziden Traum und wach. Sehr intensive Träume. Du kannst dich auch öfters an mehrere Träume erinnern. Und einen lustigen Traum hatte ich, also da habe ich geträumt. Ich trinke und bin dann panisch. Ich bin dann panisch aufgewacht und habe mich dann im Tank umgedreht. Das ist das erste Mal, dass ich da Wasser geschluckt habe, und das ist so eklig und das brennt so, das ist wirklich, aber ich muss sagen, also das ist mir nur einmal passiert, dann jetzt weiß ich auch, wie das, wenn man unter Wasser Koordinationsverlust hat, wie sich das so anfühlt. Also allgemein, das Stichwort ist Sensory Deprivation, mein Sprachprozessor läuft gerade nicht, übersetzt es euch selber. Das ist therapierelevant für manche Sachen. Und einfach nur Plastikkasten reicht nicht. Es geht tatsächlich auch darum, Akustik auszuschalten, dass ja, genau, die auch nicht reinkommt. Genau. Also ich habe unter meinen Tank so ungefähr 6 cm dicken Schaumstoff gelegt, um Hausschall zu isolieren. Aber also Haus höre ich überhaupt nicht. Ich höre meinen Körper ein bisschen. Halt so die Körperinnengeräusche hörst du. Und ich habe halt so eine Meditationstechnik der Körperbeobachtung, mache ich schon sehr lange. Und damit ist das nicht so, dass man nichts wahrnimmt, man nimmt halt nur noch seinen Körper wahr hauptsächlich. Aber die Außenflächen verschwinden. Also wenn man ein Weilchen lang sich nicht bewegt, dann verschwindet die Grenze von der Flüssigkeit zur Luft und zum Körper, und dann ist das irgendwie so, man schwebt halt irgendwie in Uniform, aber sobald man irgendwie so anfängt zu plätschern oder so, geht das auch wieder weg. Also ich weiß, wie ich nach einer Stunde Badewanne aussehe, aber wie sieht man nach 9 Stunden Salzlake aus? Gar nichts. Also du bist schön straff, alles ganz genau das Gegenteil. Einfach, du weichst ja auf, dadurch, dass der Salzgehalt in deiner äußeren niedriger ist als dein körpereigenen, dann osmotischer Effekt, dann gehen die, und da ist genau das umgedreht, die Zellen werden kleiner und straffen sich dadurch, du merkst davon gar nichts. Und Bittersalz hat noch den Vorteil, dass es therapeutisch für Hautkrankheiten und diese Heilquellen benutzen, Bittersalz, deswegen habe ich das auch, wobei halt möglichst billig kaufen im Großmarkt für Bauernbetriebe, da gibt es das zum Tannendüngen, deswegen ist das auch so ein bisschen grünlich. Das sind halt, ich trinke das ja nicht, folglich ist mir das egal, wenn da irgendwelche Prozente Unreinheiten sind, so andere Salze. Hä? Ja, also ein Kopf in ob man zu zweit reinlegen kann, ja, in den geht das. Die Grundfläche ist einmal 2 Meter, aber man, also die Köpfe halt in unterschiedliche Richtungen und man tut sie so ein bisschen ineinander, aber das macht Spaß, ja. Es gibt größere Tanks sind natürlich besser. Also wenn man schon einen baut und man ist eh schon ein Pärchen oder so, sollte man sich vielleicht überlegen, den ein bisschen breiter zu machen, dann macht das mehr Spaß. Noch andere Fragen? Ich wohne im Keller, aber die Flächenlast ist eigentlich nicht so hoch. Also das sind 23 cm Wassergehalt. Wenn du ein großes Aquarium hast, und das sind 2 Meter Fläche, also ein größeres Aquarium, wenn du das in Richtung Wand machst, hast du da eigentlich generell kein Problem. Die Flächenlast wird auch irgendwie so quadratmeterweise wohl ausgerechnet, und also so viel Gewicht ist das gar nicht.
Ob man das mit einem Aquarium kombinieren kann, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Fische drin leben können. Also. Wie machst du das mit dem Sauerstoff da drin? Also ich meine, wenn du die Kiste zumachst, ist ja... Genau, hinten, da dieser mittlere Loch, das ist mein Sauerstoffausgang, da ist ein Ventilator dran, der hat auch so einen Notalarm für den Fall, dass der Ventilator ausfällt, aber derjenige, der das konstruiert hat, hat natürlich nicht an Stromausfall gedacht, also der Alarm geht dann nur, wenn Lüftung ausgeht, aber Strom da ist, also naja. Beziehungsweise ich habe mir vor ein Weilchen mal einen Sauerstoffkonzentrator noch gekauft, den habe ich da auch angeschlossen. Da tue ich noch ein bisschen rein Sauerstoff mit rein pumpen. Das ist ein bisschen klarer so von der Wahrnehmung. Gefällt mir. Also die Luft ist einfach angenehmer im Tank. Okay. So könnte das noch stundenlang weitergehen. Ich weiß nicht, wo das Streaming läuft, also bei den Hackerfamilien. Ich hoffe, die Kinder sind schon im Bett, ja. Also, und wer schon immer mal eine LSD-artige Erfahrung wollte über Salz, ein Freund eines Freundes, klar. Okay. Right. Ich das ist nicht das erste Mal, dass ich den Vortrag von Pölzi höre. Und aber das war schon ein bisschen länger und das ist immer wieder sehr aufschlussreich. Jedes Mal denke ich mir so, müsste ich mal probieren. Und wenn ich die Stelle höre mit dem, ich habe mich da im Schlaf umgedreht, dann denke ich mir, vielleicht nicht. Das, ja, wenn du aufhast, genau. Nach ein paar Stunden wird es besser. Komfort, genau, ja. Auf Strom achten und auf Sauerstoff, ja. Genau, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Batterien, ja genau. Also ich meine, man hat eh einen Server daneben und einen Generator, ne? Also gleich damit verbinden. Genau. Ich mache jetzt erstmal folgendermaßen weiter, um das kurz abzuschließen. Also die Überleitung ist, Pölzi kenne ich aus Dresden. In Dresden gibt es eine schöne Veranstaltung vom CCC, vom C3D2, und zwar die Datenspuren, und es gibt einen Termin. Also wenn ihr im Oktober, Ende Oktober Zeit habt, 24. und 25. Glaube ich, nee, 24. und 25. Oktober, genau, in Dresden gibt es die Datenspuren wieder. Also geht's da mal hin. Sehr schöne Veranstaltung. Wegen Veranstaltung, weil ich hier gerade rumstehe, mache ich ein bisschen Werbung. Gibt es noch ein paar, auf die ich gerne hinweise. Am 24. und 25. April in der Steiermark, in Graz, gibt es Linux-Tage.at, eine, wie ich sehr finde, auch erwähnenswerte Veranstaltung. Und ich hatte noch irgendwelche dabei. Es gibt dort ein paar nette Bierdeckel, falls ihr die schon gesehen habt. Orange Bierdeckel, werde ich gleich nochmal verteilen. Und am Tag vorher in Wien gibt es im MetaLab dann noch ein Show and Tell. Das ist so ähnlich wie das Lightning Talk. Ich bin online gefragt worden, was der Unterschied ist, und die Antwort ist Schreibweise. Also ähnlich wie hier im Prinzip. Jeder trägt was vor über ein Thema und so weiter. Nur, dass wir das vielleicht schon ein bisschen früher festlegen. Ihr könnt das über den Link hier schon mal einsehen. Da kommt demnächst noch ein bisschen mehr. Ah, wie ich sehe, trägt auch jemand da schon ein bisschen was ein. Ich möchte euch dazu auffordern, auch etwas einzutragen, wenn euch noch was einfällt. Dann können wir sozusagen ein bisschen vorplanen, die ganze Geschichte. Noch einmal den Link, eventstitanpad.com/44. Und wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause für Input und Output. Bringt eure alte Mate weg, holt euch eine neue, und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. Oh, frisch aus dem Salzsack. Genau, danke für das Wort. Bis gleich.
Thank you.
muss ich ja. Ah. Ja. Herzlich willkommen wieder nach der Pause. Es geht weiter. Wir haben noch ein paar Talks. Und das ist hoffentlich nicht alles, das wir haben. Noch einmal an euch alle, was immer ihr gerne broadcasten möchtet, wo ihr Leute noch finden möchtet, mit denen ihr darüber reden möchtet, meldet euch bitte. Am besten ihr tragt euch in das Pad mit ein. Ansonsten meldet euch einfach hier vorne und kommt dann hierher. Nächster Vortrag. Es geht ums Hubeln? Ums Enthubeln. Ums Enthubeln. Okay, bin gespannt. Genau. So, es geht mir um die Enthubelung der deutschen Sprache. Wer von euch weiß nicht, was Hubeln ist? Ihr habt alle keine Ahnung von Hubeln? Wer von euch hubelt? Okay, wer von euch hat schon mal andere des Hubelns überführt? Wer hat dann von denen die Hubler bestraft? Hervorragend, eine Person war das. Ne? Wir werden gut. Das Hubeln ist, also so wie ich es wahrnehme, auch eine Sache, wo einfach nichts passiert. Und zwar, ich nenne das den Konjunktiv des Nichtstuns. Das ist, die Formulierung ist zum Beispiel, man sollte mal, jemand müsste mal. Und was man damit ausdrücken möchte, ist eigentlich, hoffentlich muss ich es nicht tun. Also im Shackspace oder generell in Hackerspaces so Küche oder Klos sauber machen. Das sollte immer mal jemand mal tun, aber niemand will das wirklich tun. Und damit man da vortäuscht, dass man sich darum kümmert, verwendet man diese Formulierungen in der Hoffnung, dass es jemand anders macht. Und ich denke, man kann viel mehr erreichen, wenn man einfach jemanden anspricht und bitte hier spül doch mal Geschirr oder wisch doch mal das Klo durch. Oder mach wenigstens mal das Fenster auf, dass es da nicht mehr so riecht. Dass man die Leute aktiv anspricht und nicht ja so sagt, jemand sollte mal, jemand könnte mal, man müsste mal, weil jeder muss mal. Und dann kann eigentlich auch jeder mal ein bisschen sauber machen hinter sich. Ich habe vor einigen Jahren auf der Seabase mit einigen darüber gesprochen, dann ein bisschen später im Shackspace auch darüber. Daraus ist der da zu sehende Begriff des C-Prime entstanden, angelehnt an das englische E-Prime, wo auch gewisse grammatische Vorschriften verschärft wurden. Ich möchte einfach nur erreichen, dass man den Konjunktiv des Nichttuns, wo es geht, vermeidet, den jetzt quasi aus der deutschen Sprache raushackt, wie es sich für Hacker gehört, und stattdessen einfach Formulierungen verwendet, die ehrlicher sind oder vor allem, mein neues Lieblingswort, verbindlicher. Indem ich also nicht sage, man müsste mal das Geschirr sauber machen, sondern Thomas, bitte spül mal das Geschirr. Das kann Thomas immer noch ablehnen dann. Das ist ja nicht das Problem dabei. Aber ich habe den Wunsch sehr viel direkter zum Ausdruck gebracht und vielleicht sogar dann jemanden animiert oder man sagt, komm, lass uns noch mal Geschirr spülen. Ja, das Sudo funktioniert leider nicht so gut. Weil die anderen sind nicht unbedingt immer in der Sudo-Gruppe. Und dann sagen die ja, nee, kenne ich nicht den Befehl, fehlt mir die Berechtigung, ich weiß nicht, wo die Seife ist. Das Hubeln, ich halte es für echt eine schlimme Sache in der deutschen Sprache. Es ist so weit verbreitet und als Hacker haben wir eigentlich was Besseres verdient, wie wir miteinander reden. Das Endziel davon ist selbstverständlich Weltfrieden, weil durch die verbindlichere Ausdrucksweise natürlich Missverständnisse einfach vermieden werden. Durch die direkte Ansprache auch einfach mehr getan wird, schneller getan wird und man vielleicht einfach nicht so gelangweilt ist und dann aus Spaß mal irgendwie einen Krieg anfängt, wie das ja in manchen Kreisen üblich ist. Ja, oder auf der Mailingliste rumflamet oder sowas. Ich meine, das ist ja im Prinzip dasselbe. Je nachdem, wie groß die eigene Welt ist, ist das halt die Mailingliste oder halt der Planet. Und deswegen möchte ich euch bitten, wenigstens für den Rest des Abends, das ist ja nicht mehr so lange, einfach so diesen Konjunktiv des Nichtstuns zu vermeiden, wirklich darauf zu achten, ob ihr das bei anderen bemerkt und die dann, naja, also darauf hinweist, bestraft oder anzeigt bei mir. Ne, dann machen wir hier bei mir die Sprachpolizei was nehmen wir dann da hier, grammatikalische Verfolgung oder so.
Thomas meint, jeder, der hubelt oder des Hubelns überführt oder des Hubelns angeklagt wurde, muss also Geschirr spülen. Und also ich weise nochmal darauf hin, das ist dieses, man müsste mal, jemand sollte mal oder in ähnlicher Variante auch, könntest du mir mal bitte, weil selbstverständlich kann man, aber will ich? Ne? Also ich höre inzwischen nicht mehr auf, könntest du. Ich sage dann einfach ja. Ne? Könntest du mir mal die Butter reichen? Ne? Selbstverständlich kann ich das. Die Arme sind lang genug, das reicht hin. Aber es, ich höre da schon gar nicht mehr raus den ursprünglichen angedachten Appell, dass bitte gib mir die Butter. Oder dann sogar bitte gib mir die Butter jetzt. Was, das hat natürlich schon wieder ein bisschen Befehlscharakter oder sowas, aber ich meine, okay, wir sind hier in Deutschland, das ist ganz normal. Gut, das reicht. Ja, ich glaube, da könnten wir mal drüber nachdenken. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Ich habe schon eine Frage, Entschuldigung. Ja. Ist dir eigentlich klar, dass der Ursprung des Hubelns hier anwesend ist? Den Original Hubler, das ist mir nicht bewusst, ja, dass der anwesend ist. Der war eben im Raum, aber er hat sich gerade verdrückt. Also es wurde bemerkt, dass der hinten, Original Hubler weg ist. In der Ecke sitzt er, kann der da Fragen dazu genau beantworten. Also, naja, die Geschichte des Hubelns ist ja naturgemäß recht kurz, weil es ist ja nichts geschehen. Egal wie lange es her ist. Ich wollte nur das wollte ich aber nicht machen. Ich wollte darüber gar nicht so viel erzählen. Also, es gibt doch subtilere Arten, Leute darauf anzusprechen, dass sie was tun sollten. So mit Kontinuierlichkeit kann man argumentieren oder. Also jemanden direkt so anzusprechen, mach das mal. Ich weiß nicht, da fühlen sich die Leute mal angegriffen. Ja. Ja, das muss ja nicht sein. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, was die fühlen, sondern also was ich ihnen tatsächlich gesagt habe. Und ich habe ihnen gesagt, mach deine Scheiße weg, bitte. Und wenn sie das nicht verkraften, dann haben sie einfach in meinem Hackerspace nichts verloren. Ja, da war noch eine Frage. Also ich kann gerne noch mal einen kleinen Abriss gleich geben, wenn gewünscht, über die Geschichte des Begriffs Hubeln. Er ist ja hier nicht so bekannt, aber ich will jetzt nicht hier... Können wir gleich machen. Ja, wunderbar. Gibt es noch andere Fragen in der Zwischenzeit? Also die Frage ist, ob Formulierungen wie ganz schön kalt hier auch zum Hubeln gelten. In meiner Welt nicht, weil das kann eine adäquate Beobachtung sein, es kann eine Lüge sein. Es ist aber jetzt nicht so eine Tätigkeit irgendwie versteckt dahinter, weil... Naja, also selbst wenn das Fenster offen ist, das Hubeln wäre dann eher, jemand müsste mal das Fenster schließen oder man könnte mal die Heizung anmachen. Das ist das Hubeln dann, aber nicht irgendwie ganz schön kalt hier, weil es kann ja tatsächlich schön sein, dass es kalt ist. Da ist noch eine Frage. Wir bräuchten einen Heizlüfter, ja, eindeutig hubeln, weil der Andrang oder die Sache dahinter ist eigentlich, lass uns mal beim nächsten Plenum beschließen, Vereinsmittel für einen Heizlüfter auszugeben. Abgelehnt. Das ist unser Kassenwart vom Scheck. Ich habe meinen Fanclub mitgebracht, deswegen lachen die hier alle so. Das ist gut, ich höre jetzt auf. Die Geschichte des Hubelns. Zur Geschichte des Hubelns bitte nach vorne treten und uns erleuchten. Man sollte mal darüber vortragen, wo das... Hallo, ich bin Sven aus München. Es ist jetzt, also es ist nur so ganz spontan inspiriert eben von dieser Begriffswelt des Hubelns. Denn es ist ganz interessant, wie sich
solche Begriffe auch in der Hacker-Szene dann verbreiten, wie ich feststelle. Ich habe auch jetzt auch eine Idee, wo es herkommt. Also, der Ursprung des Ganzen ist, man ahnt es schon, in München. Wo ist der, der sich da hinten so versteckt? Genau. Also, der Ursprung ist eben in München. Es gibt ein Mitglied in München, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne, speziell nicht den Nachnamen. Ihr kommt nicht drauf. Genau, und irgendwann fiel einfach auf, dass in so Planung, was könnte man machen, was sollte man mal machen, es dann doch eine gewisse Konjunktivität und Passivität gab. Und dann wurde festgelegt, dass, Moment, ich zitiere hier auch mal, wenn der Konjunktiv größer als 0,2 Hubel ist, wird es kritisch. Und unser Mitglied Franz hat das mal aufgeschrieben, Hubel ist hier in München die Einheit der spezifischen Konjunktivität eines Satzes. Ein Hubel, das theoretische Maximum, an das sich normale Individuen nur asymptotisch annähern, aber nie erreichen können, kann nur von Andreas Hubel selbst erreicht werden, wenn er in der Stimmung ist. Und das ergab sich dann bei uns, dass eben solche Sätze wie jemand müsste mal ein Loch in die Wand bohren, das wurde nie gesagt, es wurde einfach gemacht, aber das wurde dann eben in Hubel gemessen und dann hat man sich gegenseitig immer so noch übertrumpft, so das waren jetzt aber 0,3 Hubel. Und interessant war dann der Punkt, wo auf einmal irgendjemand aus Berlin berichtete, die Seabase hat einen Hubelbot. Der dann im Irk immer ausgibt, wie viel jemand hubelt. Also der misst so, wie viel Konjunktiv ist in so einem Satz. Und das war so der Moment, wo dann in München so, woher kennen die das? Und Moment, es geht ja noch weiter. Dann eben irgendwann letztes Jahr Easter Egg in Stuttgart. Es ging, glaube ich, um Finanzsysteme in Clubs und einer meinte, ich habe ihm das übergehubelt. Und ich so... Und da wurde es noch ein bisschen anders erklärt. Er meinte, das wäre mehr so ein du müsstest mal. Also so eine Mischung aus du musst und jemand müsste mal. Aber es wird anscheinend in Stuttgart. Aber gut, jetzt wo ist der Vortragende, der dann sagte, er kommt aus der Seabase. Vielleicht bist du da auch der Missing Link. Ganz interessant ist dann ein anderes Zitat bei uns auch dann im Chat mal gefallen, wo jemand schrieb, ach, du heißt wirklich Hubel. Ich dachte, das wäre, weil du immer so viel hubelst. Und ja. Aber ich würde sagen, jemand müsste mal noch was dazu sagen, bitte. Du musst den da oben diesen Mute-Knopf drücken. Jemand müsste. Ja, ja. Halt mal mich jetzt. Okay. Ja. Also man kann ganz einfach erklären, wie das halt in die ganzen Hackerspaces gekommen ist, weil die E-Mail, die ich hierher vorhin gegeben habe, vom 27. Mai 2009 um 23.19 Uhr, war tatsächlich auf Internet. Das heißt, ich hatte damals. Kam der Bot danach oder davor? Ich denke danach, weil das war ziemlich früh, als es aufkam. Und wie gesagt, Fletz, so ein jemand anders aus München, der so seltsame Memes produziert, hat da eben auf eine E-Mail von mir geantwortet, wo ich mir rutscht es halt immer so raus. Es ist halt, ja. Und damit wäre es eigentlich geklärt, wie das nach Stuttgart und nach... Naja, Stuttgart, glaube ich, noch indirekt. Ne? Aber trotzdem, ja. Aber der entscheidende Punkt, wir haben jetzt natürlich, dadurch, dass ihr das jetzt gehört habt und der Stream, hallo Stream, verbreitet sich das noch weiter. Ihr wisst also, wie eure Aufgabe ist. Damit jedes Mal das... Andi, wie hast du überhaupt davon erfahren, dass wir darüber reden? Meinst du das jetzt? Naja, dass das hier Thema ist. Du kamst auf einmal so reingeschossen. Naja, ich habe das vorhin in dem Pad gelesen, indirekt. Ah, siehst du? Immer wenn ihr seinen Namen erwähnt, wenn ihr es dreimal seinen Namen sagt, dann erscheint er. Also, oh, jetzt ist noch einer hier, das wird langsam... Naja, das ist ein bisschen ungewöhnliche Form von einem Lightning Talk, ne? Ich muss noch einen wenigen Hinweis geben, es gibt auch githubel.com, das ist Redner. Gute Anmerkung. Das ist das Repo für Projekte, die man mal machen könnte. Auch. Genau, das ist ein Projekt aus Berlin, aus der Seabase. Die haben dieses Konzept so richtig umarmt. Also. Ja. Also man kann sich auch noch andere Definitionen anhören. Die Seabase hat ja so einen Podcast, den Stationsfunk. Folge 0, Minute 38, Sekunde 24, gibt es eine, aber eine falsche. Sie haben es dann in Folge
1 danach, Minute 9, 31 korrigiert. Und dann gibt es halt noch im Shakespeare-Wiki unter Meme-Doppelpunkt-Hubel eine, ja, die Stuttgarter Definition. Aber ja, es gibt halt von allem mehrere. Eben, und in ein paar Jahren treffen wir uns wieder und jeder berichtet, wie es bei Ihnen dann, was das dann bedeutet. Auf jeden Fall sehr interessant, so die Verbreitung von so Juxen aus einzelnen Städten. Super, danke. Genau, also ich habe ein neues Wort hinzugelernt. Es ist sehr nützlich, das ist schon mal klar. Man sollte mal, was sagt man eigentlich so, Hubel, Hubel, Mors, Mors oder so. Ja, wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. Genau. Dann haben wir den Stefan und den Dominik. Du bist der Dominik. Dann komm mal her. Genau, Dominik, Stefan, Moritz, Thomas. Und genau, wenn noch was einfällt, bitte ins Chat eintragen. Danke sehr. Okay, dann hängen wir dich mal kurz rein. Was ist das denn gleich? Ich bin nur sicher, dass da nicht zu viel dahinter ist. So. Kennt sich eigentlich irgendjemand aus mit, ich habe das schon öfter gefragt, aber kennt sich jemand aus mit den Software-Sachen, die eigentlich in Projektoren drin sind? In welcher Reihenfolge prüfen die was ab? Kennt jemand den Algorithmus? Hat das jemand mal irgendwie geleakt oder so? Ich würde gerne mal verstehen, was die machen. Ganz im Ernst. Ich möchte, das ist so eine der ungelüfteten Geheimnisse dieser Welt. Ne? Wie funktionieren diese Dinger? Es gibt irgendjemand, der die Dinger vertreibt, verkauft, hineinschaut? Nein? Falls irgendjemand jemand kennenlernt, bitte zu solch einem Easter Hack führen. Danke sehr. Ja, okay. Ganz so lustig wird es bei mir vielleicht nicht, aber es geht auch um Faulheit. Und zwar meine Faulheit, Pakete zu kompilieren. Ich weiß nicht, wer alles verwendet Arch Linux. Ja, immerhin ein paar. Wer kennt das AUR? Sehr schön. Früher habe ich Jaort verwendet, um die Pakete zu bauen. Aber das Kompilieren ist immer so blöd, es dauert zu lang. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, die normalen Pakete werden zwar auch manuell kompiliert, aber AUR-Pakete sind besonders, die muss ich kompilieren und deshalb muss das automatisch gehen. Und ja, da habe ich hier dieses kleine System geschrieben, das kann sich jeder relativ einfach aufsetzen, ist in Python geschrieben, ist auch als AUR-Package gepackaged und das baut sich selber. Gib dem einfach eine Liste an Paketen. Wo haben wir es? Die Datei, wo das Passwort nicht drin steht, genau. Ja, das Ding verwendet MongoDB, weil ich zu faul war, eine Datenbankabstraktion zu schreiben. Lädt die Sachen dann per Async hoch, die fertigen Pakete. Es könnte auch theoretisch auf ARM bauen, aber der Rechner ist leider nicht Dual-Architektur-fähig oder so. Ja, hier ist die Liste von den Paketen, die ich zu faul bin zu bauen. Und jetzt füge ich einfach mal eins hinzu. Mal schauen, ob das funktioniert. Und das hier wird jeden Tag einmal als Cronjob aufgerufen. Und der lädt jetzt sämtliche Paket-Infos runter und schaut, ob er sie neu bauen muss. Jetzt hat er bloß das eine offenbar nicht gefunden. Egal. Wenn es Probleme gibt, sagt er einem das. Ja, ich soll es vielleicht in die Datei eintragen. Die richtige. Aber wenn es Probleme gibt, dann steht es hier unter Problems. Zum Beispiel Arduino. Jemand hat es gewagt, eine Dependency hinzuzufügen. Und darüber beschwert er sich jetzt. Ansonsten ist der hier gerade dabei, XOSView zu bauen. Dann schauen wir mal.
Es war gar nicht so einfach, einen Terminal Sequence Parser in JavaScript zu schreiben, aber es hat funktioniert. Und ja, das erleichtert mir das Ganze extrem, weil ich muss nicht mehr darauf achten, irgendwelche Pakete zu bauen. Ich mache nicht mehr irgendein Update und dann sind die Hälfte meiner Pakete kaputt, weil ich natürlich nicht alle AOR-Pakete neu kompiliert habe. Der handelt die Dependencies, baut alles neu, was er muss oder zumindest, wo sich eine Abhängigkeit verändert hat und sei es tar. Und ja, das Teil heißt AORBS, liegt in meinem GitHub-Repo und ihr könnt es auch mit YaOrt direkt installieren. Ihr müsst bloß schauen, dass MongoDB läuft, ansonsten könnt ihr es direkt konfigurieren und aufrufen. Ja, das war's schon. Fragen? Okay, dann Dankeschön. Ja, dann haben wir Stefan. Er hat heute schon einen Vortrag gegeben, aber für diejenigen, die das heute nicht gesehen haben, nochmal in Kürze. Smart RNS. Okay. Hallo. Gleich mal eine Frage von weg. Benutzt jemand von euch irgendeinen Dienst, wo man irgendwelche Kontaktdaten einträgt? Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas mit Facebook oder Google, wo man am Ende eine App hat auf dem Handy und kann dann denjenigen über irgendeinen Account oder sowas anrufen und muss sich nicht mehr Gedanken machen, wann er seine Nummer ändert. Also, dass der das zum Beispiel auf der Webseite einträgt. Kennt jemand sowas oder benutzt das? Ja, du da hinten? Ja, okay, Xing wurde gerade genannt, das geht. Plus der Punkt wird sein, dass die Nummer, also die Telefonnummer, dann auch dem Betreiber bekannt ist. Auch wenn man jetzt einträgt, ja, das ist irgendwie privat oder sowas. Und da habe ich mir halt eine Alternative ausgedacht, einen Domain-Name-Service zu verwenden, ganz kurz. Und da die Kontaktdaten verschlüsselt abzulegen, zum Beispiel Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder die ganzen V-Cards, dann den Domain-Namen, den man sich auswählt, als Hash-Wert, als Domain registrieren quasi in dem Domain-Name-Server und gleichzeitig ist ja Klartextname das Passwort für den verschlüsselten Inhalt. Und zur weiteren Sicherheit, weil man kann ja da viel probieren, kann man noch ein längeres Passwort an den Namen anhängen und kann das entsprechend den Apps dann zuschicken. Das ist dann noch ein System im Hintergrund. Ein paar Anwendungsmöglichkeiten stehen hier, beziehungsweise ein paar Vorteile. Eine Reverse-Auflösung ist geplant und das System ist leider noch nicht hundertprozentig fertig. Also es gibt noch keine Apps, es gibt noch nicht die Möglichkeit, sich anzumelden. Aber ich habe etwas gebaut, um es testen zu können. Es läuft gerade ein DNS-Server und der hat eine UDP-Schnittstelle jetzt ohne irgendeine speziellen Rechteprüfung im Hintergrund. Ach, sind so, mal schauen, gibt es hier irgendwo. Das ging nicht mit Control Plus. Kann man es hinten sehen oder noch nicht ganz? Ah, hier ist es. Ups. Ich habe da ein kleines Programm geschrieben, das abrufen kann, zum Beispiel diese Bezeichnung, also
sieht es nochmal. Das Programm heißt SmartRNS UDP Updater und mein SmartRNS-Name, SmartRNS steht übrigens für Smartphone Resource Name System. Könnt den langen Vortrag nochmal nachhören, dann wird ja sicherlich online gestellt. Beispiel ist hier public.stefan-helmert@team.smartrns.net. Und wenn ich das abrufe, sehe ich diese Ergebnisse hier. Das ist also schon der Inhalt, der verschlüsselt abgerufen wurde und entschlüsselt wurde. Es gibt die Möglichkeit, selbst Einträge hinzuzufügen. Das habe ich auch schon mal vorbereitet. Und zwar dann unter test.smartrns.net. So. Gucken, ob ich es nochmal woanders habe. Ja. Mit write. Also ihr könnt das dann abrufen, das Programm, und mal selber ausprobieren. Das ist auch ein Beispiel. Also zur Webseite nochmal smartrns.net. Da gibt es Git-Repository. Schaut es einfach mal an. Wenn ihr das Programm aufruft, ohne irgendwelche Parameter, kommt nochmal eine kurze Hilfe, wo eben auch eingeschrieben wird, wie jetzt Daten hinzugefügt werden, wie die abgerufen werden. Das ist halt ein Prototyp. Irgendwann wird es, also man müsste dann auch mal eine App für Smartphone entwickeln oder Plugins für Thunderbird. Und naja, das Gewissen ist schon mal beruhigt, dass ich schon mal angefangen habe damit. Und dann wird es schon irgendwann noch fertig werden. So. Ja, dann wärst du dran. Ja, genau. Genau, kurzes Umstöpseln. Genau, Moritz kommt dann dran. Aha, also wir haben in der Liste noch drei Sachen, das ist nicht sehr viel. Leute, wer hätte noch was? Einfach jetzt mal spontan mal Finger heben, wer würde noch was sagen? Boah, die gefallen Konsumenten hier. Man müsste mal, genau. Kleine Ansage zwischendurch, irgendwie anscheinend ist im Keller hier im Hause eine Party im Gange und es gibt Geräusch. Und das Streaming-Adresse könnt ihr dem IRC entnehmen, habe ich jetzt leider. Und ich paste es noch ins Pad. Genau. Software Gardening, was ist das eigentlich, Moritz? Genau. So. Genau. Perfekt. Ich habe da heute Morgen so um 7 noch so ein paar Slides gemacht. Zu einem Thema, das ich schon lange mit mir rumtrage, und Grüße an Wag aus Augsburg, der hat mir dann, wir haben dann mal über Softwaregärtnern gesprochen, weil das eigentlich eine relativ schöne Metapher ist für das, womit ich mich so beschäftige zurzeit. Und dann habe ich eben angefangen, heute Morgen so ein paar Slides zu machen. Ihr werdet sehen, dass es nicht viele Slides sind. Naja, Softwaregärtnern, was soll denn das jetzt bedeuten? Gut, so eine Softwaregärtnerei. Ich glaube, Software braucht man jetzt nicht erklären in dem Kontext hier. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich schaue mal so, was eigentlich so ein Garten so ist für eine Definition, damit ich hier irgendwie eine schöne Definition bringen kann von Softwaregärtnern. Und bin einfach mal, was macht man heutzutage? Man geht irgendwie ins Internet und schaut so eine Definition nach. Ich fand dann recht schön, irgendwie ein angenehm und erholsam empfundenes Gelände. Oft in der Nähe eines Wohnhauses, in dem Gemüse und Obst angebaut oder Blumen gezogen werden. Oder das einfach nur der Zierde dient. Das ist so die, wie ihr hier seht, so die Bedeutung, die hier auf Wiktionary eingetragen ist. Und dann noch ganz schön hier unten stehen Beispiele. Ich habe da mal das Beispiel rausgenommen. Das Arbeiten im Garten lässt einen den Berufsstress vergessen. Fand ich auch recht schön. Und dann natürlich die Sprichwörter, nur die Harten kommen in den Garten.
Dann bin ich noch zum Gärtner gegangen, habe mir den auch mal angeschaut. Also Personen, die beruflich im Gartenbau tätig ist, Unterbegriffe Friedhofsgärtner. Beispiele, ein Gärtner ist bei Wind und Wetter draußen und arbeitet in den Beeten und den Bock zum Gärtner machen. Und dann seht ihr hier, dass hier nichts mehr kommt. Also wisst ihr jetzt Bescheid, was Softwaregärtnern ist. Was ich mit ein paar anderen Leuten machen möchte und worüber wir an relativ vielen Events sprechen, wenn wir uns treffen, ist ein Verein zu gründen, der Softwareprojekten erlaubt, relativ einfach Spenden entgegenzunehmen. Also ich mache das ja schon in verschiedenen Konstellationen mit verschiedenen Organisationen, aber es gibt nicht so eine richtig schöne europäische Organisation, die es Projekten einfach macht, Spenden entgegenzunehmen. Der Kontext vom Softwaregärtnern ist eben für die Leute, die jetzt da mit dem Begriff schon was anfangen können, dass es eben nicht darum geht, dass man irgendwie eine Software schreibt und dann schmeißt man die raus und dann ist die irgendwie fertig, sondern man muss das eben pflegen, man muss das gießen, man muss die Pflanzen manchmal wieder zurechtstutzen und so weiter. Ich glaube, viel weiter muss ich auch nicht ausholen hier, aber so dieser schöne Gesamtkontext von eigentlich mal Software eher als so eine Gartenarbeit zu sehen, finde ich eine relativ schöne Konnotation und eben die Überleitung dazu, dass es verschiedene Leute gibt, die mit mir zusammen so ein Konstrukt bauen wollen, wo Projekte administrativen Bullshit auslagern können und das ein bisschen besser skaliert, als wenn man immer um jedes Projekt herum einen eigenen Verein gründen muss und immer wieder einen neuen Finanzer finden muss, der das irgendwie macht. Und wer über das Thema mit mir sprechen will, ich bin noch da und ich bin auch im Camp wieder da und genau. Weil die Frage hier gerade aufkam, sind der Bier ein Stable Maintainer dann Friedhofsgärtner? Ich lasse das mal so stehen. Das ist ein eigener, ne? Jo. Ja, Moment, dann solltest du den verkaufen, oder? Ja. Ja. Nimm du das mal dann. Okay, wir haben jetzt zwei Talks noch vom Thomas. Und wenn nichts noch weiteres kommt, dann wäre es schon fast vorbei. Ich verweise kurz aufs Pad, ich habe fast mal die hineingekippt. Ich hatte Ideen gesammelt für das Show and Tell, was wir in ein paar Wochen dort im MetaLab machen. Gesammelte Projekte, die mir in den letzten Wochen über den Weg gelaufen sind. Ihr könnt ja da mal reinschauen, was sich da alles so angesammelt hat. Ich habe versucht, das eigentlich noch, bevor ich hergekommen bin, noch ein bisschen zu sortieren. Ist mir nicht ganz gelungen. Das Ganze geht dann in ein Textpad und bildet dann die Grundlage auch dafür, was können sich Leute noch mal vorher anschauen, damit sie nicht ganz überfallen werden. Und ich möchte das ja nicht alles alleine machen, sondern ich freue mich immer darüber, wenn Leute noch was beitragen können. Und bevor wir nur durch Zufälligkeit noch Hinweise auf ähnliche Projekte bekommen, bekommen wir das vielleicht darüber. Also schaut mal hinein, das ist dieser Link mit dem Showtell MetaLab-Text. So, und jetzt schauen wir hier mal. Achso, muss man umschalten? Ah, okay, es wird gebootet. Okay, ein Boot tut gut. Ja, bitte, also noch einmal der Aufruf, solltet ihr irgendwas haben, auf das ihr hinweisen möchtet, über das ihr reden möchtet, dann kommt nach vorne und macht das. Wie gesagt, ihr müsst keine Slides vorbereitet haben, ihr müsst nicht 5 Minuten füllen, und es darf auch einfach sein, wer macht nachher noch den Gang mit und holt sich eine Pizza. Alles prima. Wer von euch mal ganz kurz Feedback, so was so sich eigentlich tut, der Backkanal im IRC, wer hört auf IRC gerade mit von euch, so aus dem Publikum? Der Mann an der Kamera. Oh Mann, IRC ist recht tot. Doch, zwei noch. Der Akku ist alle, ja. Man müsste mal nachladen, ne? Oh. Verdammt. Okay, ansonsten. Ah, welcher Kanal? Genau, es gibt ja so mehrere. Also der offizielle ist offensichtlich auf OFTC und heißt Easter Hack. Ein Kreuzchen wie üblich. Es gibt auch noch einen Freenode, der sieht ähnlich aus, aber der ist dann eben nicht der offizielle. Und es gibt noch den EH15-Kanal, da hängen auch ein paar Leute ab. Aber die Koordination ist so eine Sache für sich. Noch ein schneller Check. Twitter, wer liest auf Twitter mit? Der Akku, ja, ich meine,
Okay, ist nicht so wahnsinnig viel. Es fehlt so ein bisschen an dem eindeutigen Kanal. Und da haben wir ein bisschen was in der Attic. So. Jo. Wunderfeld, ja. Okay, ich hatte zwei Sachen eingetragen. Als Vortrag oder Kurzvortrag kommt nachher Attic. Ich hatte das gestern schon in Länge vorgetragen, also die, wo gestern schon da waren, für die ist es dann langweilig, die, wo nicht da waren. Wer war gestern nicht im Attic-Vortrag? Ja, okay, das sind ein paar, dann können wir das nochmal machen. Ich habe aber vorher noch was anderes, ich habe das auch erst vor kurzem entdeckt. Und zwar, vielleicht kennen es manche, es gibt eine Webseite, die heißt slides.com. Ist vermutlich kommerziell, also so ein bisschen Freemium, wobei, solange man Public-Vorträge macht, kann man es einfach umsonst reinstellen. Und was ich ganz witzig fand, so Webseiten gibt es ja viele, aber die haben einen Presenter-View, wo überhaupt nichts mit dem Device zu tun hat, wo man dann einen Beamer angeschlossen hat. Also ich habe einfach die gleiche Webseite mit meinem Zeug hier nochmal auf dem Handy über LTE jetzt aufgerufen. Und das Witzige ist, ich sehe ja gerade hier das gleiche Bild wie ihr auf meinem Laptop. Und wenn ich jetzt hier so drüber wische, dann unterhält sich mein Handy mit denen ihrem Webservice und der Webservice beamt mir hier dann auf meinem Laptop die nächste Folie drauf. Und so kann man sich da durchwischen. Und das fand ich eigentlich so eine ganz witzige Methode, weil es überhaupt keine Software braucht. Also ich habe hier nur einen ganz normalen Browser laufen und da auch nur einen Browser laufen. Und trotzdem redet das so schön miteinander. Und auf dem Handy hier habe ich schön die aktuelle Folie in groß, die nächste Folie in etwas kleiner, wobei auf meinem Riesenhandy hier ist es immer noch lesbar. Ich habe hier einen Timer, wie viel Zeit ich schon geredet habe, die aktuelle Uhrzeit und hier rechts unten habe ich auch meine Speaker Notes. Also da kann man sich so ein paar Stichworte machen, was man sonst noch so alles sagen will. Und ich fand das eigentlich ganz witzig, weil es sehr einfach zu machen ist und ich muss nicht mit Multidisplay machen. Ich habe hier auf meinem Laptop einfach Cloning angemacht und muss da also nicht mehrere Displays managen, dass ich hier das eine habe und hier die Presenter View, sondern ich kann es einfach hier machen. Also so viel zum Thema slides.com. Könnt ihr ja dann selber mal ausprobieren. Dann zu Attic. Ist eine Backup-Software, noch nicht so arg bekannt. Ich habe selber auch erst durch Zufall vor ein paar Wochen gefunden. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich gerade so der Main-Contributor bin inzwischen im Projekt. Ist eine Python-Software. Und sie hat einige Features, die nicht jede Software hat. Also das erste zum Beispiel, die geht relativ einfach. Also ich habe keinen riesen Stress, jetzt meine Backups zu machen, sondern ich brauche im Prinzip zwei Kommandos. Sie dedupliziert und zwar kann sie das weitaus besser, wie jetzt zum Beispiel rsync oder so diverse andere Tools. Sie kann komprimieren, gut, ist jetzt nicht so ein tolles Feature, aber vielleicht auch ganz nett. Und was auch nicht jede Software kann, sie kann das Zeug verschlüsseln. Und zwar die Krypto ist relativ ordentlich, also es ist Authenticated Encryption, also er tut verschlüsseln und Message Authentication Code drüber rechnen. Also es kann einem keiner am Ciphertext irgendwie rumfummeln. Man kann auch alte Backups löschen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, warum das hier auf der Feature-Liste steht, aber ich habe gehört, manche Backup-Software kann das nicht. Also hier kann man praktisch jedes Backup, was man nicht mehr haben will, zwischen rauslöschen und die anderen tun trotzdem. Hat ein simples Backend, Key-Value-Store, entweder lokales Filesystem oder SSH. Ist eine BSD-License, also recht freizügig, hat gute Dokus, Plattform-Support, Linux, BSD, OS X, Windows nur so minimal mit Cygwin vielleicht, das war nicht wirklich vorgesehen, aber tut wohl so ein bisschen. Extended Attribute, ACLs kann es und zumindest auf Linux geht auch, so dass man quasi ein Backup mountet und dann einfach mit dem File Manager rauskopieren kann, dass ich nicht für jede einzelne Datei dann ein Kommando eintippen muss. Das Ding ist ein reines Python 3 Projekt, also auf Python 2 tut es nicht. Und der meiste Code ist in Python, ein bisschen was in Python, das ist so der Glue-Code Richtung C. Und der geschwindigkeitskritische Teil, 9% sind auch in C geschrieben. Das ist aber noch relativ einfacher Code, also der ganze komplizierte High-Level-Code ist in Python. Nur das, was geschwindigkeitskritisch ist, halt nicht. 6000 Zeilen Code insgesamt, also wenn man andere Projekte anguckt, ist das relativ wenig. Also man kann sich da durchaus mal quer durchlesen. Ein paar wenige Dependencies, Unit-Tests, Continuous Integration.
Wie gesagt, es macht Signaturen. Also man ist auch so ein bisschen vor Bitrot geschützt. Also es kann nicht sein, dass ich irgendeinen Restore mache und dass meine Dateien da irgendwie so halblebig sind. Also entweder sie kommen richtig oder ich kriege eine Fehlermeldung. AES-256 Verschlüsselung. Ich kann also auch auf einen Remote-Server, der mir nicht gehört, meine Backups draufkippen, ohne dass jetzt jemand anders da reingucken kann. Und ja, freie Software halt. Ist in Python, also Buffer-Overflows oder sowas gibt es auch nicht dementsprechend. Beim Software-Design hat der Autor auch beachtet, dass wenn man da so das Backup quasi draufschiebt auf dem Server, dass man so Transaktionen macht und Append-Only. Also wenn das Backup zwischendrin abbricht, ist jetzt nicht mein Backup-Repository irgendwie in einem komischen Zustand. Es macht alle 5 Minuten einen Checkpoint, also wenn mir die Leitung wegbricht, ist nicht das komplette 10 Stunden lange Backup im Eimer, sondern nur die letzten 5 Minuten. Mit einer kleinen Randbedingung, er macht es nur zwischen Dateien. Also wenn man das ein größeres VM-Image transferiert, da kann es sein, dass es noch ein bisschen ein Problem gibt. Benutzt Message Pack und zwar vorsichtig mit einem Limited Unpacker, dass man also kein Speicherproblem kriegt. Ja, es werden sowohl also die Metadaten verschlüsselt als auch die Daten. Man kann also auch im Backups-Speicher nicht irgendwelche Dateinamen oder Directory-Namen sehen. Ich sehe nicht mal Dateigrößen. Ja, ich halte mich noch ein bisschen ran. Ja, AES-256, OpenSSL, Hardware-Beschleunigung, diverse Kompressionsarten, sowohl langsame, wo sehr dicht komprimieren, als auch superschnelle. Deduplizieren, der zerhackt die Dateien anhand vom Inhalt, nicht auf bestimmten Positionen, sondern der richtet sich nach dem Inhalt. Also er findet mir irgendwelche Brocken in der einen Datei, wo er in irgendeiner anderen Datei schon mal hatte und kann dadurch sehr gut deduplizieren. Wenn ihr es nachgucken wollt auf Wikipedia, Buzzhash. Aktuelle Release 0.14, vielleicht nichts Älteres benutzen. Noch besser ist natürlich, wenn ihr euch aus dem Git holt. Ja, in Zukunft sind halt noch so ein paar weitere Features geplant. Wenn ihr mitwachen wollt, einfach Bescheid sagen. Ja, etic-backup.org ist vielleicht so der wichtigste Link, den ihr euch merken wollt. Ja, und wenn ihr Fragen habt, sagt da einfach Bescheid. Okay. Ja, offiziell letzte Talk, aber es gibt noch welche, die sich gerade melden. Leider nicht der Fall. Doch einer. Möchten wir über Schafkopf reden? Natürlich wollen wir das. Dann kommt mal nach vorne. Man sollte mal über Schafkopf reden. Nee, wir wollen mal wieder Schafkopf spielen, weil wir hätten es eigentlich schon längst mal machen sollen. Genau. Jemand hätte längst mal auf Hacker-Conventions ein Schafkopf-Turnier einrichten sollen. Wir haben vor, nächstes Jahr auf der Hieserhack, die, so wie ich das immer noch unofficial mitbekommen habe, in Salzburg sein soll. Wir würden da gerne ein bisschen Schafkopf spielen. Schafkopf, muss man wissen, das ist ein bayerisches Kartenspiel. Das ist ein Traditionsspiel. Für jeden, der aus Bayern kommt, das ist quasi peinlich, älter als 18 zu sein und noch nie Schafkopf gespielt zu haben. Bei mir war das so, das ist traurig und ich versuche das jetzt nachzuholen und deswegen spielen wir jetzt im Moment relativ viel Schafkopf. Wir werden wahrscheinlich nachher draußen sitzen zum Schafkopfen und wer dazukommen will, der soll dazukommen. Vielleicht erklären wir euch kurz die Regeln. Bevor wir das machen, für alle die, die irgendwie das Unglück haben, nett in Bayern geboren zu sein, wer ein anderes typisches Drumspiel kennt, wie Doppelkopf oder Skat, dann könnte Schafkopf auch nach 2 Bier noch lernen. Ja, oder auch nach dem 3. und 4. Schunk, das geht auch. Das ist auch nicht so richtig schwierig. Es gibt im Prinzip die simple Regel, Herz ist Trumpf und Ober und Unter von jeder Farbe sind ebenfalls Trumpf. Warte mal, man spielt es am Kartenspiel mit 32 Karten in 4 Farben und 8 Karten pro Farbe. Eine der erwähnten Farben ist Herz. Genau. Die anderen wären Shell, Eichel und Grün, beziehungsweise Gras. Genau.
Und ja, der Trick ist halt, mach so viele Punkte, wie du kannst. Man spielt immer zusammen, zu zweit. Wenn sich einer zutraut, dass er es auch alleine schafft, dann sagt er Solo an und spielt er Solo. Und ich glaube, das ist jetzt alles schon wieder viel zu kompliziert. Also das Spielziel ist halt, mehr als 60 Punkte zu machen. Also mehr als, nicht mindestens. Wichtig. Wenn du sagst, ich treffe 60 genau, dann hast du Pech gehabt. 61 müssen es mindestens sein. Und das Spiel dauert, wenn es gut läuft, 4 Minuten, 5 Minuten, so eine Runde. Kommt drauf an, wie viel Bier noch nebenher trinkst. Also man kann in so einer 10-Minuten-Pause zwischen zwei Runden Lightning Talks, was haben wir geschafft? Drei Spiele durchziehen. Haben wir gespielt, ja. Also wir würden uns freuen, wenn du noch dazukommst. Wir brauchen pro Spiel 4 Mann. Und ich denke mal, pro Spiel kann man bis zu 2, sage ich mal, Neulinge anlernen. Also wenn ihr dazu kommen wollt, ja, Kiebitze von mir aus, könnt ihr im Prinzip euch mit dazusetzen und mit unserer Runde spielen. Danke. Ja, wenn es jetzt nicht noch spontane Meldungen gibt, gibt es welche? Nein. Dann möchte ich hiermit das erst einmal abschließen. Ich danke euch allen fürs Beteiligen. Ich hoffe, ihr werdet das irgendwie auch auf anderen lustigen Konferenzen machen. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass es eben über das ganze Jahr verteilt noch eine ganze Menge gibt. Es gibt eben den Easter Hack jetzt. Im Juni die Maker Faire in Hannover. Dann außerdem fast parallel dazu die Gulasch-Programmiernacht in Talsruhe. Im Juli dann in Österreich, in Linderbrunn, die sogenannte Stadtflucht. Da ist man draußen auf dem Land und fast ohne Internet. Dann schließlich im August 3 Sachen gleich hintereinander. Das Chaos Camp, die Debian-Konferenz, also Chaos Camp nördlich von Berlin, in der Pampa, in Mildenberg, in der Ziegelei. Nur alle 4 Jahre, nicht übersehen bitte. Danach die Debian-Konferenz in Heidelberg, schließlich dann am Wochenende darauf, das 3. Wochenende in Bayonne, die FrostCon, schließlich im September die MRM-CD in Darmstadt und Ende Oktober dann die Datenspuren in Dresden. Schließlich auch noch am selben Wochenende das Hackover in Hannover, schließlich dann Anfang November Open Rhein-Ruhr in Oberhausen. In Stuttgart gibt es dann noch eine No-Spy-Konferenz. War da schon jemand? Die gab es schon mal. Ich kenne die noch nicht. Und dann schließlich am Ende des Jahres natürlich in Hamburg den großen Kongress. Ja, ich hoffe, euch da alle wiederzusehen. Vielleicht habt ihr da irgendwas auch noch zu erzählen. Ich möchte übrigens nicht immer die Lightning Talks machen. Ich mache das gerne, aber ich freue mich sehr darüber, wenn das irgendjemand dort organisiert. Und mein Ziel ist ja eigentlich nur, ich setze mich hinten rein und höre da mal zu, wie er es macht. Also bitte macht das und sharing is caring. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und jetzt Party unten im Keller. Viel Spaß noch.